Hallo zusammen zu einem Angezockt und Ausprobiert. Heute wollen wir uns mal The Infected anschauen. Ein Early Access Game. Im Moment um die rund 12 Euro, glaube ich, auf Steam. Ich habe es mir schon länger mal gegönnt. Aber ich muss sagen, bisher eigentlich noch gar keine Zeit und Muße gehabt, es zu spielen. Heute ist es soweit. Wir wollen das Spiel mal ein bisschen anzocken. Ich gebe zu, ich habe schon mal so ein paar Minuten reingeschaut ins Spiel, damit ich so ein bisschen die Spielmechanik auf die Kette bekomme. Aber das ist relativ easy. So, ich würde auch sagen, wir legen mal los. Also grundsätzlich ein Survivor-Spiel. Crafting, Survivor und natürlich auch wieder eine Mischung aus Zombies und Vampiren. Mal was ganz Neues. Ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Einen Stein habe ich schon eingesammelt, noch einen Stock. Man muss ein paar Ressourcen farmen, wenn man etwas bauen möchte. Aber das würde ich sagen, sehen wir jetzt auch im Laufe des Spiels. Schauen wir mal. Oh, was ist das? Ein Vogel? Okay. So, also ich würde ganz gerne, um euch mal zu zeigen, wo ich auf der Map bin. Also ich bin in hier gespawnt, an dem kleinen See. Tümpel. Und ja, hier würde ich auch ganz gerne mal zu Anfang bleiben. Und schauen, wo wir unsere Base hinbauen wollen. Hoppala. So. Ich hatte mir überlegt, da es hier so ein bisschen waldig und bergig wird, dass wir hier schon die Freifläche ein bisschen ausnutzen. Muss ich mal gucken, in welche Richtung, aus der Richtung würden sie dann kommen. Das heißt, ich würde auch ein bisschen in die Richtung mehr oder minder bauen. Gut, lange Rede, kein Sinn, sondern noch einen Stock. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Stein. Ich spiele mal ein bisschen das Tutorial, würde ich sagen. So, stelle eine Axt her. Das kann ich sogar schon. So, ich glaube, ein Stock und ein kleiner Stein. Ja, Chaka. Damit haben wir jetzt wiederum die Möglichkeit. Wir bräuchten aber noch einen zweiten Stein. Damit haben wir die Möglichkeit, natürlich Holz zu farmen. Unsere Bauten. Wir brauchen noch einen Stein für eine Steinpike, damit wir da ein bisschen Steine farmen können. Das Problem ist, ja, hier gibt es überall Steine, wie man sieht. Aber die sind bei weitem nicht alle aufzusammeln. Sondern das sind so Steine, die, ja, schauen so besonders aus wie der hier. Zack. So, jetzt schauen wir mal, wenn ich schon die auch gleich machen können. So, dafür brauchen wir das. Achso, wir müssen einen Baum fällen. Okay. So, wo habe ich gesagt, wo wir hinbauen wollen? Gibt es auf jeden Fall einen Haufen Steine. Hier müsste ich nicht ganz so viel wegräumen. Wäre da gleich der See? Ja, das ist nicht schlecht. Fangen wir mal hier an. Bisschen den Platz für die Gigafactory freizuräumen. Ist ein bisschen Crafting. Ich muss mal schauen, wie viel Crafting-Anteil insgesamt von der Spielzeit abfällt. Gegebenenfalls würde ich dann teilweise vielleicht vorcraften oder einfach rausschneiden. Wir schauen mal, wie der Umfang ist. Aber dafür ist es ja auch gedacht heute. So. Noch ein Bäumchen. Ja. Ich liebe die Natur. Oh, da ist noch ein Stein. Den schnappe ich mir gleich. Ich glaube, die Ressourcen spawnen, ja. Spawnen mit der Zeit. Spawnen hier auf der Map mit der Zeit. Vermute ich mal. Den da noch. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Werkbank. Und zwar die hier. Die, wenn wir da hinbauen wollen, stelle ich vielleicht mal nicht unbedingt in den Weg. Vielleicht stelle ich es mal hier hin. Was brauchen wir dafür? Hier, Holzscheite, ja, die schnappen wir uns schnell. Warum brauchen wir das Ding? Das ist ein Sägetisch. Und hier macht man Bretter. Die braucht man unter anderem dann für die Foundations. Das heißt, man stellt das Ding hin, baut das Ding auf. Schnappt sich hier noch ein bisschen Baumstämme, schmeißt da einen rein. Und siehe da. Wie von Geisterhand. Bretter. Ja, zu Halloween funktioniert sowas. Ja.
paar Bretter im Voraus. Ich würde auch noch eine zweite oder vielleicht auch noch eine dritte Bank von denen bauen, weil soweit hatte ich schon gespielt und da habe ich festgestellt, wenn man viele Bretter braucht, man braucht doch recht viele Bretter, kann es durchaus Sinn machen, dass wir mehr als nur einen Sägetisch haben. So, jetzt gucken wir mal kurz. Spitzhacke. Habe ich mir die Spitzhacke eigentlich jetzt schon gemacht? Also ran an die Spitzhacke. Spitzhacke war auf jeden Fall... Oh, jetzt muss ich nochmal ins Rezept gucken. Schlaubi. So, Spitzhacke hier. Ein Stock, eine Steinklinge und zwei Pflanzenfasern. Das kriegen wir hin. Wir wollen hier nur einen. Pflanzenfaser. Pflanzenfaser brauchen wir genau zwei. Und das noch und zack. Sehr gut. Damit können wir nämlich jetzt auch quasi die Steinbrocken da mal ein bisschen. Übrigens, der Rucksack, klar. Ist aber auf Gewicht natürlich hier auch begrenzt. Man sieht es hier oben. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, wie man das Zeug in den Rucksack macht. Wie man sieht, man kann die Sachen auch im Rucksack drehen. Finde ich persönlich eigentlich sehr praktisch. Schon recht ausgefeilt auch für einen Early Access. Gut, so. Jetzt haben wir die Spitzhacke gebaut. Jetzt schauen wir mal. Baue ein Fundament. Ja, das kriegen wir hin. Ich blende mal unten noch Gesundheit und Ausdauer ein. Das ist, man muss ein bisschen sich an die Tastenbelegungen bei dem Spiel gewöhnen, weil doch ein bisschen andere Tasten als standardgemäß besetzt sind. Aber man kommt eigentlich ganz gut rein. So, schnappen wir uns die hier noch schnell. So, ich würde eigentlich gerne die Holzscheitel fallen lassen, aber er schmeißt sie gerade nicht zu Boden. Warum eigentlich nicht? Okay, komisch. Normalerweise kann man sich derer Holzscheite entledigen. Okay, dann halt nicht. Dann bauen wir mal was. Eine Foundation. So, jetzt überlegen wir mal. Wir wollen natürlich, jetzt muss ich mal kurz gucken, aus der Richtung kommen die freundlichen Mitbewohner dieses kleinen süßen Fleckchen Erde. Ich würde sagen, wenn die von dort kommen und wir den See hier haben, gucken wir mal hier an, oder? Man kann übrigens auch die Höhe verstellen, was ich super finde. Ich würde es nämlich gerne gleich mal höher setzen, in der Hoffnung, dass da nicht jeder so ohne weiteres dran kann. So, da würde ich gerne einen hinsetzen und da haben wir schon den Baum im Weg. Dann hauen wir mal den Baum weg. Achso, jetzt. So. Müssen wir mal gucken, wie viel braucht man denn dafür? Vier. Das ist perfekt. Brett haben wir nur eins. Brett reinwerfen. So, ja, dann würde ich sagen, kann man, das Schöne ist, man kann gleich mehrere Foundations setzen. Man kann auch auf den rumlaufen. Das muss ich mal überlegen. Wollen wir gleich mehr in die Richtung bauen? Da ist natürlich der Baum im Weg. Das könnten wir eigentlich machen. 4 auf 3 finde ich gut. So. Mal gleich mal den Baum da weg. Ja, wie man sieht, man erhält auch je nach Baum unterschiedlich viele Holzstücke. Das heißt also, es ist so ähnlich wie in Forest. Größere Bäume lohnen sich dann einfach mehr. Da sind schon 4 drin. Da sind auch noch welche. Die können wir schnell auch noch schnappen. Ja, zack und zack. So.
Da wir gerade hier sind. Muss dieser Riesenbaum dran glauben. So. So, 4 von 4. Okay, hier fehlt noch einer. Das ganze Gestrüpp hier da dran. Das sieht man ja gar nichts von dem schönen See. Naja. Tümpel. Ja, es ist 6,4 Grad. Das sieht man oben rechts im Eck. Es ist im Moment eigentlich recht schönes Wetter. Ich habe auch schon gesehen, dass das Wettersystem echt ziemlich toll gemacht ist. Also der Wetterwechsel ist, ja, ihr werdet es erleben. Echt klasse. Also sehr stimmungsvoll gemacht. Das gefällt mir schon sehr gut. Was mir auch sehr gut gefällt, muss ich sagen, ist das Baumenü als solches. Es ist relativ einfach. Die Sachen snappen gut an. Das ist ja in vielen Spielen, oder häufiger mal in Spielen so ein bisschen das Problem, dass die Sachen so gar nicht einsnappen. Und ich finde, das nervt immer. Oder man sie nicht richtig einsnappen kann. Oder die Größe da nicht passt. Und. Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig manchmal. Aber nein, das gefällt mir hier sehr gut, muss ich sagen. So, da haben wir 4. 1, 2, 3. Achso. Kann ich jetzt da eigentlich noch den Baum weghauen? Ah ja. Cool. Hätte ich nämlich auch gleich machen können. Ah. 4, 3, 4, 4. So. Das geht voran. Ach komm, wir nehmen gleich noch welche mit. 0, 1, 2, 3. 4. So. Oh Gott, wir brauchen gleich Unmengen von Brettern. Zu dem Zwecke würde ich, glaube ich, auch gleich noch so eine Bank bauen. Weil das hat sonst, glaube ich, wirklich keinen Sinn. Ja. Da werden wir keinen Spaß dran haben. Sonst. Wie gesagt, kann auch durchaus sein, dass ich euch bei dem einen oder anderen Farmrunde dann quasi mal kurz ausnehmen und euch dann einfach, wenn es wieder nicht gut, schauen wir mal. So, schauen wir uns hier mal ein paar Bretter durch. Also ich würde hier quasi das Ganze ein bisschen ausbauen und dafür farme ich jetzt ja noch ein bisschen die Bäume da vorne weg und hol euch quasi gleich wieder dazu. Bis gleich. Ich darf euch wieder willkommen heißen. Ja, ich habe ein bisschen gefarmt zwischendrin. Wie man sieht, habe ich ein Lagerfeuer an Unterstand. Und das ist quasi soweit mal die Hütte. Die hellen Wände sind die, die noch nicht fertig sind, aber ich habe sie zumindest schon mal platziert. Dann könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen. Ich habe die beiden Werkbänke schon mal hochgebracht und eine kleine Kiste gefertigt, damit wir ein bisschen Material ablegen können, denn wenn das alles im Rucksack rumschwirrt, geht es zum einen natürlich auf die Ausdauer und zum anderen kann man nicht sonderlich viel tragen. Ich habe gesehen, dass man auch einen Holzschlitten, jetzt ist die Axt kaputt, das war ja klar, dass man einen Holzschlitten bauen kann. Ich brauche gar keinen Stein holen. Mit dem man natürlich dann wesentlich mehr Holzstämme durch die Gegend transportieren kann. Wäre, glaube ich, eine Maßnahme, dass wir da entsprechend ein bisschen mehr aufs Mal durch die Gegend fahren, weil, naja, so dauert es dann doch schon ein bisschen, bis man das Zeug zusammengefarmt hat. Ich wollte hier Werkzeuge. Gegenstände. Nee, doch. Aber was doch. Yes, ist Gott.
Eine Steinaxt. Stock und Stein. Naja, hätte ich mir auch merken können. So. Wir brauchen einen und einen erstellen. Wir könnten uns gleich mal noch eine zweite Axt machen, weil wir werden sie bestimmt brauchen. So, und dann schmeiße ich den einen Stock da wieder rein. Die Pflanzenfaser wieder rein. Das behalten wir mal im Rucksack. So. Nur ein Schaf. Ja, was zu essen. Was zu essen wäre demnächst auch ziemlich gut. Ich habe mir zwar schon eine Wasserration und ein bisschen Rind, eine Rindration gegönnt. Ich glaube, da wäre irgendwann auf jeden Fall mal ja, ein schönes Stück Schaf angezeigt. Müssen wir mal gucken, was man hier so bei Waffen sich basteln kann. Wir wollten noch mal nach dem Schlitten gucken. So, hier, Moment. Schauen wir doch mal kurz. Gegenstände. Rohstoffe. Essen, Trinken. Sonstiges. Ja, es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken. Finde ich. Lager. Strom. Hier, Schubkarren, Holzscheitwagen. Dafür brauchen wir einen Eisenbahn. Was ist das? Eine Steinschmiede. Die könnten wir uns eigentlich auch mal gönnen. Die stellen wir aber rein, würde ich sagen. Eigentlich hier ins Eck stellen. So. 25 kleiner Stein. Dann holen wir schnell welche. Ja, zum Glück hier ein bisschen. Eine Fackel oder irgendwas für die Nacht wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. So, ein so ein Klotz noch. Kann auch gleich einsacken. Die zwei noch. Ja, ich finde, das mit den Steinen ist schon ein bisschen schwierig manchmal, die zu entdecken. Vielleicht gäbe es da auch eine Möglichkeit, die ein bisschen hervorzuheben im Spiel. Muss man nicht immer so suchen, das war eigentlich ganz schön. Aber gut. So, jetzt dürften wir genug Steine zusammen haben. Zack, 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 zack. Zack. Sehr gut. Ja. Wir haben mehr als wir brauchen. Gut. Lassen wir hier noch ein paar rein. Was können wir da reinschmeißen? Oh, ein Eisenerz habe ich auch gefunden. Oh, sehr gut. Das könnte ich mal gleich behalten. Blöd, dass man die auch nicht. Keine Taste. Ah, doch, gibt's. Sehr gut. So. Das Eisenerz haben wir mal. Ah, wir brauchen wieder Feuerholz. Ja, wie man sieht, ein bisschen gerodet habe ich schon. Feuerholz, 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 Feuerholz. Wenn man hier nämlich auf Ernten geht, also einen Rechtsklick macht und dann auf Ernten, dann kann man quasi diesen Scheit nochmal in Feuerholz und in Sticks unterteilen. Eigentlich sehr praktisch. So, und dann zieht man die hier unten hin und man sieht, dann füllt sich quasi der Kreis der Brenndauer
So. Dann können wir das Ganze eigentlich auch anwerfen. Man kann da scheinbar zwei Erze reinschmeißen. Ich habe leider im Moment nur eins. Vielleicht schauen wir einfach mal. Ich könnte hier noch das Brennholz schnell reinwerfen. Ich könnte mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen noch ein Erz. Weil für so einen Karren brauchen wir schließlich ein Erz. Erz hier. Oh, jetzt haben wir gerade Lehm gefunden. Okay. Auch nicht schlecht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Stein, 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 Stein. Ah ja, da haben wir noch ein Erz gefunden, sehr gut. So war es geplant. Wir sind schon ein bisschen langsamer hier, so. Lehm, ah ja, yeah. Zack. Kein Feuer machen. Brennt das denn jetzt oder nicht? Erz? Nee. Kannst im Regen kein Feuer machen. Es regnet doch. Okay. Waffen. Ist das ein Knochenspeer, ein Steinspeer, Steinklinge, Stock und Pflanzenfasern? Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Steinklinge, dreimal Stock und fünfmal Pflanzenfaser. Pflanzenfaser ist klar. Dreimal Stock. Schmeiß mal gerade ein bisschen Stein raus. Achso. So. Schnappen wir uns hier die Stücke. Andersrum geht's nicht. Schade. Okay. Ah ja. Okay. Dann ist da drüben auf. So. Zack. Herstellen. Pflanzenfaser haben wir. Die Stöcke, da fehlt uns, glaube ich, noch einer. Holen wir uns noch fix. Hier nicht irgendwo. Ah, die Sachen verschwinden also mit der Zeit. Okay. Zu wissen. Stock. So. Stock und Stein. Habe ich jetzt keinen Stock? Ah, doch. Habe ich. Ja. Also nochmal. Stock und Stein. Wie viele habe ich davon gebraucht? Zwei? Nee. Wir lernen es noch fünf. Fast. Oh, jetzt aber. Na, schauen wir doch mal, ob diese Möwe da oben noch rum sitzt. Geht ja gar nicht, ne? Freund der Sonne. Hallo? Hallo? Hey, ist die da? Ja, schade, okay. Ah. Erwischt. Okay, cool. Haben wir jetzt nur eine Feder gekriegt? Och nö, oder? Kein Yummy Yummy. Schade. Hat mich jetzt gefreut. So, ich würde gerne noch eine zweite Kiste machen. Ich merke schon, es wird ohne eine zweite Kiste relativ eng. Lager.
ist denn das hier? Eisenbarren, Kupferbarren, Aluminiumbarren, Ziegel, Steinkiste. Ah, eine Steinkiste wäre natürlich auch geil. Oh ja, das Wetter ist mit uns, würde ich behaupten. Wow, da geht's ja richtig zur Sache da draußen. So. Da braucht man auch einen Eisenbarren, ein Bretter. Ah, wir wollten den Karren bauen. Jetzt hat er. Hier. Drei Holzscheibrett, ein Eisenbarren. Okay, was ist hier los? Ah, man kann es scheinbar nicht mischen, oder wie? Ach so, es regnet. Hm. Okay, Maßnahme wäre natürlich ein Dach. Oder ein Zwischenboden, eine Holzdecke, hier sowas. Genau. So, was braucht man dafür? Holzscheit, 3 von 3. Gut. Ja, was für ein Shit wird denn, ey? Gut, dass wir jetzt hier ein Dach drauf kriegen. Zap, zap, zap. So, also das Baumenü ist wirklich sehr gut. Kann ich gar nicht meckern. Aber ich hätte ja gesagt, weil das ja so ein bisschen Kennenlernrunde fürs Spiel ist, werden wir jetzt uns hier gar nicht groß verkünsteln mit dem Haus, sondern wir schauen uns auch mal die Vampire an. Gucken, wie das Kampfsystem so ist. Und ja, ein bisschen neugierig bin ich. Auf die untoten Vampire. Nee, die zombiehaften Vampire. Untot sind sie ja, glaube ich, so oder so. So. Schauen wir mal, ob das mit dem Ofen geht. Zack. Ah. Okay. Finde ich gut. Finde ich gut mit dem Dach und dem Regen. Es gibt dem Ganzen noch ein bisschen Tiefgang. Schön. Oh, dann hauen wir das da noch drauf. Schnappen wir uns hier noch ein paar Bretter. Haben wir keinen Platz mehr. Hm. Hier Bretter. Immer wieder ein bisschen Platz. Und 4 Bretter. So. Holzscheit. Also wie gesagt, die Laufwege werden natürlich nicht kürzer. Keine Ahnung, wie das hier mit den Bäumen ist, ob die respawnen mit der Zeit. Ich hoffe es. Geh mal davon aus. Aber irgendwann wäre es, glaube ich, von den Laufwegen her doch ein bisschen überkandidelt. Ich gehe mal davon aus, Vehikel wird es hier keine geben. So. Gehen wir mal da rum. Ja klar, nur 2. Oh, da ist noch ein Stick, den nehmen wir mit. Ja, also das Spiel erinnert mich natürlich ganz stark an The Forest. So, ich, optisch hat das schon so ein bisschen Forest-like. Ist auch ein bisschen düster, finde ich gut. So. Jetzt, also, Baumenü können wir soweit abhaken. Wir gucken nochmal bei den Waffen rein. Müssen uns ja nicht gleich ganz nackig machen, wenn wir bei den
Vampir-Zombies sind. Zombie-Vampire. Was gibt's denn hier noch? Einen Bogen, Stock und Seil. Okay, muss ich mal gucken, wie man Seil macht. Rohstoffe, Seil, zweimal Rindenmulch. Naja, Rindenmulch haben wir. Macht man das auch hier? Mal, genau, zwei. Keine gültige Anleitung. Okay. Habe ich was übersehen? Rindenmulch hergestellt werden. Rindenmulch mal zwei. Kreissägetisch, Werkbank. Wahrscheinlich an der Werkbank. Machen wir mal noch eine Werkbank. Vielleicht auch richtig rum. Bretter und Eisenbahn. Oh gut, das machen wir noch fix. Ich will nur kurz schauen, ob wir da gegebenenfalls den Bogen rauskriegen. Dann können wir gleich einen Bogen mit zu den, was auch immer uns da erwartet, mal mitnehmen. Ja, auch gleich mal, wie das Fernkampfsystem so ist. Da. Nicht. Nicht. Da fehlt noch ein Goldschein. Tja, weiter. Herrliches Wetter zum Arbeiten. Ein wirklich herrliches Wetter. Also die Gesundheit hat schon ein bisschen abgenommen. Trotz der Rindfleischration. So. Gucken wir da mal rein. Eisenbahn. Cool. So, 10 Bretter brauchen wir noch. Hier. Die zwei. Dann dürfte es passen. Ja. Okay. Jetzt Rindenmulch. Ah ja, herstellen, Rope. Ah, sehr gut. Was ist, wenn ich... Herstellen? Ah, wunderbar. Okay, Hammer. Jetzt... Schauen wir mal nach. Was brauchen wir noch? Einmal Seil, ein Stock. Okay, Stock haben wir auch. Nee, haben wir nicht. Haben wir einen Rucksack? Stellt man den auch hierher? Nee. Ah ja, Bogen. Ja, herstellen. Warum kann ich das nicht herstellen? Okay. Komisch, er zeigt es mir da mal an. Wir probieren es mal. Jetzt mal hier drauf. Auch hier geht's nicht. Platziere. Okay. Warum auch immer das nicht geht. Was haben wir noch an Waffen? Er hat noch eine Fackel. Fackel aus Pflanzenfaser und Stock. Können wir uns auch noch fix machen? So, 5. Ups. So, das Zeug passt nicht in den Rucksack, wa? Glaube ich. Ja? Dann. Hier ich gerade. Vielleicht so. Vielleicht am Gewicht. Ein bisschen Zeug raus.
So. Mal. Also ich habe gerade keine Ahnung, wieso das nicht funktioniert. Stellt das auch nicht, ja. Tja. Bin gerade ein bisschen überfragt, aber okay. Vielleicht braucht man erst eine bestimmte Stufe. B ist es nicht. Ah, vielleicht weil hier kein Platz ist. Natürlich auch sein. So. Ah, wir bräuchten eigentlich mal so ein. Alter, daran wird es jetzt gelegen haben. Ist irgendwie so ein Waffenständer? Im Lager. Waffengestell. Gibt es extra ein Werkzeuggestell? Stockständer? Nee. Gestell. Okay, das stellen wir mal da hin. So. Mal kurz gucken. Dann sammeln wir das da mal wieder ein. Brett. Ach, es war so klar. Brett. So. Hey, davon. Ich hole gleich mehr Zeug, weil dauert ja eh sonst. Und wir verbrauchen es wahrscheinlich eh. Also. Zack und zack. Fällen wir mal noch ein. Gönnen wir uns noch einen schönen Baum. Ich finde auch die Texturen sind ganz gut. Also dafür, wie gesagt, dass das Spiel im Early Access ist. Klar, ist jetzt nicht High-End, aber muss es auch gar nicht sein. Absolut gar nicht. Also, solange, sage ich mal, das ganze Spiel harmonisch ist. Und ich muss sagen, bisher ist es das. Also, das Spiel ist auch flüssig im Ablauf. Es hakelt nichts. Baumenü ist top. Man hat auch ein bisschen Auswahl. Das ist auch schön. Also, bisher kann ich nicht motzen. Und ich sag mal, im Verhältnis zum Preis, das muss man ja auch ein bisschen sehen, kann man also für 12 Euro hier fast nichts falsch machen. Ich sehe schon, man kann sich auf jeden Fall mit dem Ausbau noch ein bisschen verkünsteln. Was ich natürlich jetzt nicht tue, aber. So. Ah, jetzt kann man den Speer, den lassen wir aber mal da. Naja. Schön. So, jetzt gucken wir mal. Probieren wir es erstmal in der Tasche. So. 5. Ein. Ah ja. Wie gedacht. So, okay. Fackelhammer. Ich würde sagen, jetzt machen wir uns noch den Bogen. Hier. Ein. Und hier von 3. 3. Ah ja. So geht das. So. Schauen wir nochmal rein. Pfeile wäre natürlich auch was Gescheites. Ah, man braucht Federn. Okay. Was? Krokodilhaut? Okay. Ja, Mist. Gut, wir machen uns noch einen Speer, würde ich sagen. Ach, verdammt. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Aber, okay. Einmal
Stock und Pflanzenfasern 5. Pflanzenfasern haben wir. Stock brauchen wir noch. So. Mist. Naja, klar. Ja, kein. Aber gut, einen Bogen kann man auf jeden Fall bauen. Verdammt ihn nochmal. Gut, klar. Mein Selbstreden, dass man eigentlich Federn braucht, aber okay. Das und nochmal das. So. Also. Da wir jetzt, sage ich mal, unterwegs nicht rumlaufen, um Ressourcen zu sammeln, würde ich natürlich mal die Werkzeuge da lassen und stattdessen die Fackel mitnehmen. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf genau in die andere Richtung und schauen uns mal hier die Vampire an. So. Kann man die da mitnehmen? Nee. Ja, ich würde sagen, wir haben den perfekten Tag erwischt. Gut, Tiere habe ich bisher gesehen. Schwein, klar. Schaf haben wir gesehen. Die Möwe haben wir gesehen. Und so wie ich gelesen habe, scheint es auch noch Krokodile zu geben. Neuen Rucksack. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit ist es noch? Oh, ich laufe fast dran vorbei. Gucken, wo die hier wohnen. Ja, irgendwo. Aha. Sehen wir auch schon was. Oha. Okay. Also ich würde ja sagen, die sind ganz bisschen fortschrittlicher als ich. Okay. Oh. Upsa. Ich wollte doch nur Hallo sagen. Hallo. Da wohnen die echt. Okay, wie kommt man da rein? Du bist gestorben. Drücke Enter, um nochmal zu starten. Okay. Ja. Ja, vielleicht darf man sein Lager nicht so weit verlassen. Kann durchaus sein. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch nicht gespeichert, glaube ich. Kann man laden, mal kurz gucken. Nö, sieht nicht so aus. Oder Tutorial deaktivieren, nee. So, mein Haus wird auch da sein. Mein Spawn nur am A der Welt. Ach du Scheiße. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen da nochmal zu den Vampis, oder? Welcher ist denn der nächstgelegene, der da hinten irgendwo? Was machen wir? Wieso bin ich gestorben? Ich will ihn doch angreifen. Also. Mal versuchen anzugreifen. Oder muss ich immer warten, bis die zu mir kommen? Nee. Mein Hell, wir sind mit unserer Hütte schon fast fertig und einwandfrei vorbereitet. Und zwar noch nichts zu essen. Ach, gar nicht wahr. Wir haben noch die Rindfleischration. Alles gut. So. Bisschen in die Richtung. Ja, man sieht hier wirklich vor lauter Wald die Bäume nicht. Gucken. In die Richtung.
Ausrüstung. Gerade ein bisschen Ausdauer auftanke hier. Weil ein Fight würde ich schon gerne noch machen. Könnte auch ein Schwein oder ein Schaf sein. Wäre auch okay. Ich bin schon neugierig, wie die Vampis so unterwegs sind. Naja, da ist wieder so eine Hütte. Sagt einem ja keiner, dass man da nicht hin darf, oder? Oh, okay. Was ist mit dem los? Okay, jo, die sind nicht so gut drauf. Oh, okay. Hübsch sind sie. Nicht. Dennoch. Ich hoffe zumindest, also zumindest mal für die erste Folge, vielleicht spiele ich nochmal eine Runde. Aber so für den allerersten Eindruck hoffe ich zumindest, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir machen nochmal eine Folge, um vielleicht nochmal eine Stufe tiefer einzusteigen. Dann können wir ja mal entscheiden, ob wir da vielleicht mal richtig das Spiel spielen wollen. Vielen Dank. Dann wünsche ich noch eine tolle Zeit.